50 Euro für eine Probefahrt. Ja, also das wird auf jeden Fall mein Deli. Das ist die Ausstattung, also wenn ich euch das alles aufzählen würde, dann wären wir bis morgen früh noch hier. Also den habe ich echt so gekauft. Ich kaufe den. Das sieht so, super aus. Abgetastet mit super, der Hand. Das aussieht da. Achso, ja, gut aus. Egal, ich. Schon gesucht hier, dein Kaffee steht schon da. Das Kaffee hast auch schon gemacht. Ja, klar. Beste Kamerafrau hier. Fängst schon, hast schon angefangen. Wir müssen ganz kurz das Auto anschauen. Ivo, erzähl, was hat der? Warum? Und die alten. Was macht der? Der stottert. Nimmt er nicht richtig Gas an? Nee. Nach was sieht das aus mit den Zündkerzen? Raus, jetzt fäng ich durch. Nee, der hat Rückstoß. Mach den mal an, lass mal schauen. Willkommen bei der Kfz-40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eidosch, geht's dir heute gut? Ja, super, danke. Und selbst? Auch gut. Wir gucken uns heute ein Auto an. Was heißt Auto anschauen? Den haben wir gekauft. Wir holen den ab. Das ist ja immer so, wenn die Leute hier anrufen, da sagen die, warum ist der Fuzzi immer weg? Ich bin immer weg. Ja, ich aber du hast ja hier auch externe Sachen zu tun. Ja, ne? Wenn du mal bist. Gib mal Gas. Aber der läuft ja jetzt gut, Ivo. Vorhin liegt der nicht so gut. Ah ja, guck mal. Der stottert. Kriegt der überhaupt Abgase raus? Warte mal. Das ist dieses Blubbern. Wenn du näher dran kommst. Ja! Ivo, lass mal laufen, mach mal hoch. Als ich die Zündkerzen gesehen habe, weiß ich schon, was da ist. Okay, Abstände haben die, aber das sieht aus, als wären die voll gerußt. Das heißt, die Abgase gehen raus, kommen aber wieder zurück. Wieso können die Abgase nicht raus? Ja, ist höchstwahrscheinlich Cut. Irgendwas ist verstopft. Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer, irgendwas ist zu da. Also ist meine Meinung. Okay. Werden wir jetzt sehen. Erstmal ganz kalt. Kalt, kalt. Oh, hier ist heiß. Ja. Hier ist auch heiß. Guck mal, hier haben wir 23 Grad. Ja. Und jetzt achte mal hier. Hier haben wir schon 50 Grad. Mhm. Also, und du siehst das auch schön, wie der verbrannt hier ist. Ja. Ja. Das Ding ist hier, der ist zu. Meinst du? Der ist zu. Wir lassen den mal 10 Minuten laufen. Ja, also bei 1,2 Liter kann ja nichts sein. Zündspule, Düse oder Kette. Mehr gibt es nicht. Okay. Und der hört sich ja gut an. Okay. Merkst du das? Der klappert richtig. Ja, der kommt nicht raus. 100 und dann geht's rapide auf 22. Wahnsinn, hier. Wärmebildkamera, das sieht man da auch geil. Also ich habe schon gekauft. Hast du schon zugesagt? Ja, also den habe ich echt so gekauft. Ich kauf den. Das sieht so, super aus. Abgetastet mit super, der Hand. Das aussieht da. Achso, ja, gut aus. Egal, ich. Wow, das Ding glüht. Guck mal hier. Wow. Hier siehst du, wir haben schon 127 Grad. Okay, mach runter. Also Fehler gefunden? Ja. Neue Auspuffanlage komplett. Das Ding läuft dann wieder ein. Muss komplett gewechselt werden? Mhm. Richtig? Weil wenn da irgendwas kaputt gegangen ist und nach hinten gespuckt hat, dann kann ja sein, wenn du Mittelschalldämpfer nur erneuerst, dass im Endschalldämpfer schon ein paar Sachen drin ist. Ne? Ja. Danke für den Kaffee. Fehler gefunden, jetzt können wir gehen. Jetzt müsst ihr erstmal verstehen, warum ich den Audi A6 4F 3 Liter verkauft habe, obwohl ich so zufrieden war. Das Auto war richtig schön, hat super gelaufen, 250.000, Verbrauch super, wir hatten den ja gechippt auf 300 PS. Jetzt kommen wir aber zu diesem Aber. Das Auto hatte Extras null. Wir haben keine Fahrassistenten drin gehabt, nur Tempomat. Und das war für mich zu wenig. 2024 werde ich viel unterwegs sein. Warum, weshalb, wieso, werde ich euch noch verraten. Das heißt, ich muss sehr oft wegfahren und dafür brauche ich ein Reisemobil. Aber wenn ich ein Reisemobil habe, will ich Assistenten haben. Das Reisemobil, ne? Da denkt man echt an so ein großes Ding. Nein, also ich hab ja gesagt, ich wollte weil unbedingt... Weil du viel verreisen bist. Genau, ich wollte unbedingt ein Kombi haben. Und ja, mein neues Auto ist ein Kombi geworden. Wir haben uns sehr viele Autos angeschaut. Eidosch und ich, das glaubt ihr nicht, Leute, was wir alles erlebt haben. Ich hoffe, es ist nicht so windig hier. Also Händler, die auf privat machen. Was auch sehr witzig war, bestes Beispiel, einer hat gesagt, ey, ja komm vorbei, das Auto ist in Ordnung.
Aber es ist Kundenauftrag. Weißt du, dieses typische Händler geben dir das Kundenauftrag, damit die halt keine Garantie geben. Also höchstwahrscheinlich schon wissen, was dran ist. Kundenauftrag würde ich immer aufpassen, sagt einer, der fast mit 400.000 Auto kauft. Favorit war für mich Audi 4G Avant und F10. Nee, 11. Entschuldigung, Kombi. 3 Liter Maschine, beides. Kein VW, nur die beiden Fahrzeuge. Und wir haben uns auf jeden Fall 4 BMWs angeschaut, über den Händler. Ich rufe an, ja, wir interessieren uns für den Wagen, können wir uns den anschauen? Ja klar, kannst du den anschauen, komm vorbei. Ja, wir werden morgen vorbeikommen. Nee, geht nicht, weil es schneit voll viel. Das Auto ist zugeschneit, lass doch nächste Woche machen, weil da ist das Wetter wieder gut. Machen wir. Eine Woche später, wir rufen wieder an. Ich wollte mir das Auto anschauen. Ist er noch da? Und wenn ja, wann kann ich kommen? Ich kann gerne vorbeikommen, aber ich muss Ihnen 3 Sachen sagen. Ich so, okay. Erstens, Kundenauftrag. Zweitens, der verliert unheimlich viel Öl. Und drittens, 50 Euro für eine Probefahrt. Wie? Das ist ja Hammer, ne, Aydosh? Jetzt stell dir mal vor, Aydosh. 50 Euro Probefahrt. Alter, dann stelle ich einen Wagen hin, was total Schrott ist. Schreib aber voll die geile Beschreibung rein. Da kommt jeder und gibt 50 Euro. Aber kaufen tut den eh keiner. Ja, ey, das ist super Geschäft. Ey, ist das so oder lebe ich hinterm Mond oder habe ich was verpasst? Also ganz ehrlich, also ich habe es nicht gecheckt. Aber weißt du, was lohnen würde, Aydosh? Wenn wir 50 Euro bezahlt hätten und nach einem Monat kommen würden, wieder den Wagen abzugeben. Ja, genau. Ja. Jetzt habe ich ein Auto gefunden, was zwar sehr viel gelaufen ist. Ja, ich meine, muss mir ja nicht sagen, ne? Ich bin YouTuber. Natürlich muss da was dran sein. Und, ja. Was ist geworden? Es ist der hier geworden. Oh. So Leute, es ist ein Audi A6 4G geworden. 3 Liter Maschine mit 245 PS. Die gibt es ja 204, 218, 245, 272, 313, 320, 326, keine Ahnung. Die gibt es in so vielen verschiedenen Modellen. Sogar ich habe den Überblick verloren. 6 Zylinder, Diesel, Allrad. Er hat 400.000 gelaufen. Das kann man denen gar nicht glauben, aber ist so. Wir haben LED-Matrix-Scheinwerfer. Ich sage euch, ein Traum. Weil das Auto hier mit 400.000 fast ist trotzdem sehr teuer. Wir reden vom fünfstelligen Betrag. So sieht er jetzt aus. Er hat natürlich sehr viele Sachen, was ich selber persönlich geil finde. Und Aydosh wird sich da auch freuen. Dafür musst du dich einmal hinsetzen, Aydosh. Setz dich ruhig rein. Na klar. Und dann drücken wir mal hier drauf. Ihr Radio geht schon mal auf. Ja, was ist das denn schon was? Du hast Massagesitze hier drin. muss ich Zündung anmachen? Warte, dann machen wir Zündung an. Geil? Ey, was ist das? Okay, komm. Nicht, dass du jetzt hier Pause machst, hier müssen wir weiterarbeiten. So. Ich werde immer gerne in diesem Auto sitzen. Also die Ausstattung, also wenn ich euch das alles aufzählen würde, dann wären wir bis morgen früh noch hier. Was für mich sehr, sehr wichtig war, wir haben hier einen toten Winkel. Wir haben hier Spurassistent, Spurhalteassistent, Abstandwarner. Wir haben Rückwärtskamera, wir haben Einparkhilfe, selbstparkend. Android-System haben wir auch schon hier drin. Hm. Wir haben elektrische Sitze, Sitzbelüftung haben wir. Sitzheizung ist klar. Also eigentlich alles, was eigentlich du alles. Wolltest. Full S-Line von innen, Full S-Line draußen. Was ich schade finde, wir haben kein Keyless Go. Ah, das ist cool. Aber nicht schlimm. Und wir haben kein Panorama. Ich muss sagen, der ist richtig. Also in der Farbe sieht der richtig schön aus. Komm, lass mal reingehen. Natürlich typisch Audi S-Line. Schwarzen Dachhimmel. Wir haben Aktivsitze drin, Aydosh. Ja. Das heißt, die pumpen sich auf, je nachdem, wie du es einstellst, bei Zündung an, Zündung ja. aus. Sobald du in die Kurve und so fährst, der pumpt das Ding auf. Damit du so fest drin sitzt, ja. Ne? Ich habe den Wagen angeschaut, er hat mir ein paar Probleme erzählt. Der hat, wir haben aktuell, dazu werden wir noch kommen, irgendwas haben wir am Getriebe, das kann ich euch sagen. Der ruckelt im kalten Zustand, im warmen Zustand, alles top. Das müssen wir uns anschauen. Service ist fällig. Es war für mich nicht wichtig, wie viel er gelaufen ist, ganz ehrlich. Weil für mich ist das egal. Weil ich kenne diese Motoren, die halten mal gerne 500, 600, 700.000. Das halten die. Je nachdem, wie du es gefahren hast, ist klar. Für mich war wichtig, ich fahre den, ich gucke, wie er sich fahren lässt. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Wobei ich sogar glaube, ich schätze mal, er hat immer noch die ersten Gelenke. Meinst du? Drunter. Eins haben wir auch noch, das habe ich auch vergessen zu sagen. Das wollte ich ja auch unbedingt haben. Ich wollte einen Audi A6 4G mit Luftfahrwerk. Ja. Jetzt habe ich ihn hochgefahren. Und jetzt fahren wir den runter. Das finde ich geil. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja. Hast du dir was richtig Schönes ausgesucht? Ja. Das passt zu dir auch irgendwie. Echt? Ja. Komm, das Auto passt
So, ich habe den Wagen natürlich noch nicht komplett angeschaut. Das werden wir natürlich zusammen machen. Ja, weil, so auf der Bühne und so. Genau. Ganze, ne? Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was der für Mängel hat. Also ich freue mich auch irgendwie auf die Mängel. Ja, also das wird auf jeden Fall mein Daily. Hier werde ich jetzt viel Geld reinstecken. Höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht, 370.000. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir hier wenig Geld reinstecken. Wir werden den Wagen natürlich auf Herz und Nieren testen, prüfen. Und das, was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Weil ich habe ja auch damit vor, auch mal natürlich, ne, wenn ich irgendwie Bock habe, von heute auf morgen irgendwie eine Reise zu machen, dann wird das hier mein Auto sein. Und wenn du jetzt den 4F mit dem 4G vergleichst. So als Beifahrer, das hier ist schon besser. Definitiv. Also gemütlicher. Luftfahrwerk merkst du das schon? Das merkt man. Hammer, ne? Ja. Aber dieses leichtes Poltern aber hörst du auch. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gehört. Das hatte ja mein 4F ja auch gehabt. Ja. Bis wir den ganzen Querlenker gewechselt richtig haben. Richtig. Dann war es ja weg. Genau. Erster Motor, erstes Getriebe. Was hat der noch an Leistung? Wie sind die Einspritzdüsen? Wie ist das Getriebe? Jedenfalls. Sehr interessant. Mhm. Ich kann euch nur sagen, er hat echt einen sehr, sehr ruhigen Lauf. Ja, also wenn ich jetzt mal erster Eindruck würde sagen, kein Zittern, nichts, ist super. Ne? Was ich nur merke, wenn ich halt einen Gang reinmache, dass der sofort losfahren möchte. Mhm. Ja, da ist er ein bisschen aggressiver als sonst. Mit dem Getriebe stimmt ja irgendwas nicht. Das müssen wir uns anschauen. Ja. Es könnte natürlich eine teure Geschichte sein. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht kriegen wir das noch geregelt. Kann aber auch Elektronik sein. Kann aber irgendwas auch im Getriebe selber sein, mechanisch. Das weiß ich nicht, das werden wir alles sehen. Ja, ich sag mal so, das hat so eine gewisse Gemütlichkeit. Ja. Das merkt man sofort, ne? Oh, der Power. Power. Also ich bin mal echt gespannt, ob der gechippt wurde oder so. Ein Popometer sozusagen. Also die 245 PS, die hat er auf jeden Fall, würde ich sagen. Okay. Eidosch? Ja? Dann würde ich mal sagen, im nächsten Video schauen wir uns den einfach mal von unten an. Lesen den einmal mal aus und dann bin ich mal gespannt, wie er von unten aussehen wird, was alles dran kaputt ist und ob das Auto mir irgendwann Probleme machen wird. Da bin ich echt mal gespannt. Na, hoffen wir mal nicht. Ich hoffe auch nicht. Hier, PDC, ist dreckig. Oh, der geht runter. Merkst du das? Das Auto meinst du? Ja, der ist runtergegangen. Der hat Pfiff gemacht auf jeden Fall. Ich habe irgendwie was Luftmäßiges gehört. Was hast du denn? Ja, Sensor zeigt der Mann. Ja, da ist irgendwas ab. Wird dir ein Auto kaufen, der 370.000 gelaufen hat? Das würde mich interessieren. Ich glaube, die meisten würden Abstand davon nehmen, ist meine Meinung. Ja? Ja, was auch muss alles gemacht werden? Getriebe, kann ich euch vorab sagen, da stimmt irgendwas nicht. Wir haben Poltergeräusche, ohne den Wagen jetzt gesehen zu haben. Aber Motorlauf hört sich für mich bis jetzt gut an. Ich habe den Wagen noch nicht durchgecheckt, natürlich. Beim Anschauen habe ich natürlich geguckt, ob ich irgendwas sehe und so. Ich habe nichts gesehen. Wir werden uns den natürlich erstmal schön anschauen beim nächsten Video. Auch von unten. Wir werden den einmal auslesen. Oh, und dann bin ich mal gespannt. Auf die Fehler. Vielleicht ist er runtergedreht worden. Bei der Laufleistung ist er schon 500.000 gelaufen oder so. Wer weiß. Weiß man nicht. Also es spricht aber für Audi. Ne? Qualitätsbombe. So, Leute, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft. Bis dann. Ciao.